Hi Leute, heute geht es darum, warum du lügen kannst und trotzdem deine Wahrheit lebst. Ja, und zwar geht es heute darum, warum man lügen kann und trotzdem seine Wahrheit lebt. Und ich möchte ein kleines Beispiel am Anfang mal hernehmen. Jetzt mal angenommen, du bist draußen vor einem Hörsaal und weißt, der Hörsaal ist proper voll. Ist zwar ganz ruhig, weil gerade nur einer ganz leise spricht oder alle schreiben. Ist ganz still. Und du kommst gerade aus dem Hörsaal und willst aufs Klo gehen und dann kommt da ein Kerl mit einer Bombe zum Beispiel, der deprimiert ist, der depressiv ist vielleicht und denkt, das wäre eine Lösung, einen Hörsaal in die Luft zu sprengen. Weil er vielleicht selber so viel Leid dadurch erfahren hat. Und jetzt geht derjenige da zu dem Hörsaal und fragt dich, hey, ist es der Hörsaal? Sind da die Menschen, ist da gerade Vorlesung? Und lügst du denjenigen jetzt an oder sagst du die Wahrheit? Die Wahrheit. Sagst du ihm jetzt, hey, ja klar, komm, geh da rein. Du hast es klar erkannt, hey, der hat da irgendeine Waffe, du hast es irgendwie so gesehen in seinem Rucksack oder wo auch immer. Und dir ist es klar. Was machst du in dieser Situation? Ich denke mal, die meisten würden dann lügen und sind deswegen kein schlechter Mensch. Und sie haben ein einschließendes Bewusstsein. Sie wollen einfach Menschenleben retten. Und Leben erhalten. Sprich, in dem Fall ist es so eindeutig, dass das, was du sprichst und was du sagst, nicht wahrhaftig ist. Wenn du in dem Fall die Wahrheit sagst. Das ist auch so eine Definitionssache. Als Kindern erzählt man uns schon immer, du darfst nicht lügen. Im Grunde geht es nur darum, ob dein Bewusstsein einschließend ist und ob du Leben erhalten möchtest, jegliches Leben am besten. Ob dein Bewusstsein so weit entwickelt ist, dass du weißt, dass du von allem abhängig bist, dass du die gleiche Luft atmest wie jemand anderes, dass das, was du ausatmest, ein Baum einatmet, dass du einen Baum genauso brauchst wie der Baum dich und umgekehrt. Und dann weißt du, die wechselseitige Abhängigkeit von allem, was ist, und dass das im Gleichgewicht ist, ein ganz feines Gleichgewicht. Und wenn du ein einschließendes Bewusstsein hast und nach einer Wahrheit handelst und lebst, dann bedeutet es nicht, dass du immer die Wahrheit sagst. Und das ist eben die Frage, ist dein Handeln ausschließend? Siehst du dich nur als kleines Individuum, als dieser kleine Teil hier und hast noch nicht erkannt, dass es alles in der wechselseitigen Abhängigkeit ist? Und möchtest du das Leben, jegliches Leben erhalten? Fördern? Und alles einschließen, was hier lebt? Oder möchtest du ausschließend handeln? Das ist die einzige Frage. Lügen muss nicht falsch sein.
Das wollte ich heute nur mal loswerden. Kleiner Gedankenanstoß. Macht's gut, Leute. Ciao.